ce livre, qui est beaucoup plus petit que celui que Suzanne a soulevé tout à l'heure pour faire du sport. Et ce livre, c'est, le titre est en allemand, « Wie wird man Europäer ?»« Comment devient-on européen ?»« How does one become European ?» du grand écrivain hollandais Kees Notenboom. Et ce livre m'a été offert dans une édition allemande il y a plus de 25 ans par des collègues alors que je vivais à Vienne et avant que je ne vienne à Bruxelles. Il m'a enchanté et depuis il sommeille sur mes étagères. Le moment est, je crois, approprié vu les débats qu'il y a eu cette semaine et les jours précédents cette semaine sur l'identité européenne et la solidarité. Le moment est approprié donc pour ressortir ce livre et vous en lire un extrait qui est de l'introduction sur la littérature et l'identité européenne. Choisissez votre langue d'interprétation, français ou anglais, et écoutez. Erlauben Sie mir zum Schluss einen leichteren Ton anzuschlagen. Einmal habe ich versucht, all dem ein Ende zu machen, und zwar auf die einzige mir mögliche Art und Weise, in der Fiktion. Ich wollte mein geliebtes Vaterland so groß machen wie halb Europa und habe es daher am vorspringenden untersten Zipfel gepackt, sprich der Provinz Limburg, genauer gesagt Maastricht, und habe diese südliche Provinz zu einem Korridor langgezogen, der weit über die Alpen bis nach Slowenien reicht, sodass die Niederlande sich über den ganzen Balkan bis zur griechischen Grenze erstreckten. Noch weiter zu gehen, wagte ich nicht. Die südlichen Niederlande nannte ich diesen neuen Teil unseres Königreichs. Eine bergige Region, in der der alles gleichmachende Fortschritt noch nicht zugeschlagen hat, wo das eigene noch seinen Platz hat, wo ein mittelalterliches Niederländisch gesprochen wird, wo die Fantasie noch nicht in einer unzähligen Einförmigkeit erstickt ist und die Einheit aus einer unverdorbenen Vielfalt besteht. Der Erzähler dieses Buches war das seltsamste aller Wesen, ein Spanier, der Niederländisch spricht. Das Buch hieß »In den niederländischen Bergen« und nach einer Reihe obligater Dramen lebten die Hauptpersonen glücklich bis an ihr Lebensende. Wer die Fiktion eines vereinten Europas Wirklichkeit werden lassen wird, weiß ich nicht. Und wann das geschehen wird, schon gar nicht. Aber ich weiß, dass viele Schriftsteller vonnöten sein werden, damit es für 350 Millionen Hauptpersonen ein gutes Ende nimmt. Voilà, qui mieux qu'un auteur pour décrire la nature et l'ampleur d'un défi autant culturel qu'institutionnel auquel nous faisons face. Il le dit d'ailleurs ailleurs dans son introduction, et c'est un fonctionnaire qui vous le dit, cela requiert une magie qui ne peut pas se contenter de règlements, de lois et d'unions. Faisons donc appel aux magiciens qui sommeillent en nous. Bon week-end.